wie ist damit umzugehen? Also vielleicht darf ich auf meiner Sicht sagen, das können wir nur zeitversetzt, weil die Einstufung... Wir erleben gerade durch Anfeindungen und Angriffe auf jüdische Einrichtungen abscheulichen Antisemitismus. Wenn dieser sich mit radikalem islamistischem Gedankengut mischt, stehen die Sicherheitsbehörden vor sehr großen Aufgaben. Wie gefährlich diese Mischung sein kann, hat die Festnahme am 24. Oktober in Duisburg gezeigt. Hier konnte ein mutmaßlich islamistisch motivierter Anschlag mit einem LKW auf eine pro-israelische Kundgebung verhindert werden. Das sind wichtige Erfolge unserer Sicherheitsbehörden, meine Damen und Herren. Und das zeigt sehr deutlich, wir gehen weiter entschieden gegen jede Bedrohung durch Islamismus und Antisemitismus vor. Wir dulden keine islamistische Propaganda und wir dulden keine antisemitische und israelfeindliche Hetze in Deutschland. Besonderes Augenmerk, das hat Frau Ministerin Faeser auch schon gesagt, liegt auf der Entwicklung der antisemitisch motivierten Straftaten. Und dabei kommen wir nicht von null. Wir haben in den letzten 4 Jahren einen Anstieg um 47% zu verzeichnen. Über viele Jahre hinweg betrachtet, insbesondere aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts. Und aktuell einen sehr, sehr starken Anstieg im Bereich ausländische bzw. religiöse Ideologie. Etwas, was Sie auch schon bei vergangenen Eskalationen gesehen haben, allerdings aktuell in einem noch größeren Ausmaß.